Willkommen zu der Sendung Kultur. Es gibt eine neue Mundartband in der Zentralschweiz. Das heisst, neu ist sie eigentlich nicht mehr, aber sie haben ihre erste CD aufgenommen. Die Band heisst Bernhard und der Frontmann ist niemand anders als der bekannte Mundartmusiker, der Paddy Bernhard. Paddy Bernhard, euch gibt es eigentlich seit 3 Jahren. Jetzt gibt es morgen die erste CD im Handel. Wieso hat das so lange gedauert? Alles braucht seine Zeit. Unser Bassist sagt immer, kommt Zeit, kommt Rat. Und das ist wirklich so. Bei uns war es ein bisschen speziell, weil wir Umstrukturierungen in der Band hatten. Wir mussten mal wieder von vorne anfangen. Und dann ist der andere gegangen und haben wieder von vorne anfangen. Und der Umstand, dass wir die Songs zuerst live ausprobieren wollten. Ist natürlich auch noch, wir haben jetzt letztes Jahr investiert, um das mal live auszuprobieren, was wir da geschrieben haben, ob es funktioniert, ob es ankommt, zum Auslesen, was nehmen wir denn auf die CD, und haben jetzt gefunden, so, jetzt ist die Zeit. 2010 klingt aber ein bisschen besser als 2009, um eine CD realisieren. Jetzt, die Serie heisst Nord, Süd, Ost, West. Wissen ihr nicht so genau, wo es durchgeht? Genau. Wir wissen echt genau, wo es durchgeht. Wir wollen eben in alle Richtungen gehen. Also, wir probieren alles aus auf dieser CD. Es ist so ein bisschen, das ist das letzte Lied, das wir geschrieben haben. Und das ist auch gleichzeitig der Opener von der CD. Und er gibt so ein bisschen Möglichkeiten, zu sagen, wir würden sie gerne flächendeckend jetzt mal so ein bisschen, die ganze Schweiz erobern. Und es ist natürlich eben auch ein Hinweis auf Musik, die wir auf der CD haben. Also es ist wirklich so ein bisschen, wir haben Pop, Rock, Balladen, wunderschöne Balladen, Gospel drauf, jazzige Elemente, wir haben Swing-Nummern drauf, wir haben wirklich alles ausprobiert und wir haben uns nicht quasi vorschreiben lassen, was wir jetzt machen müssen. Wir haben einfach gefunden, das, was passt für den Song, das nehmen wir. Und so hat es dann schlussendlich das Konzept von Nord, Süd, Ost, West. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir dann im Westen oder im Osten oder im Norden oder im Süden landen, je nachdem. Die Texte von diesen Songs haben alle Sie gemacht. Sind die autobiografisch? Texte sind immer autobiografisch. Vielleicht bis auf ewige Liebe, aber nein, es ist so. Man gibt immer sehr viel von sich selber drin. Heisst aber nicht, dass alles mit mir muss zu tun haben. Sie haben mir vorher Stichwort eigentlich schon gegeben mit ewiger Liebe und ich komme nicht drum herum, natürlich da noch eine Frage zu stellen darüber. Es gibt wahrscheinlich kein Konzert, wo Sie den grössten Schweizer Hit, der seit 15 Jahren schon oder vor 15 Jahren geschrieben worden ist, wo Sie dann nicht gesungen haben, wird der bei Bernhard auch ein Thema sein? Der ist bei Bernhard ein Thema und er ist immer ein Thema für mich. Solange ich in einer Band bin und auch an der Front stehe, wird das ein Thema sein. Wir werden den auch weiterhin spielen und wir haben ein Repertoire aufgenommen. Es wäre ja ein bisschen komisch, wenn man ihn nicht spielen würde. Wenn man ja schon den Mann sieht, der das Lied geschrieben hat auf der Bühne und er singt dann den Song nicht so quasi, um zu sagen, nein, das ist jetzt etwas anderes, jetzt müsst ihr das hören. Es gibt viele Leute, die wegen dem Lied kommen oder zuhören, das macht Türen auf und warum nicht singen? Es ist ein schönes Lied. Paddy Bernhard, ich wünsche euch viel Erfolg für eure Debüt-CD. Die ist ab morgen in den Läden erhältlich und am Samstag ist die CD-Taufe im Kreuz zu Cham. Und von diesen vielen Himmelsrichtungen nehmen wir den Süden und gehen nach Andermatt. Dort steht der General Suvorov auf der Freilichtbühne. In Andermatt marschieren die Russen ein. Im Freilichttheater von Uri wird die wahre Geschichte vom russischen General Suvorov von 1799 erzählt. Für den Luzerner Regisseur Reto Ambauen ist die Wahl von dem Stück perfekt. Suvorov gehört hier zur Geschichte des Dorfes. Hier oben ist er gerade in der Schellenum, ist er gerade das Suvorov-Denkmal. Es ist eine Geschichte, die von diesen Leuten ist, hier, von diesem Dorf. Es gehört wirklich hier ganz fest zu Andermatt. Und Durchschnitt der Andermatter und auch weitere Spiele in diesem Kanton Uri sind hier mit dabei. Es ist eine Geschichte, die auf dem Boden gewachsen ist. So eine Inszenierung mit über 100 Darstellern ist keine einfache Sache. Seit einem Jahr sind die Laienschauspieler am Proben und morgen ist die Premiere. Für den Reto Ambauen ist Schaffen mit Laien eine Herausforderung. Aber die Laien bringen etwas ganz Spezielles mit. Es ist eine Art von Begeisterung, die ich sehr liebe. Es ist ein Herzblut, das da drin ist. Das werde ich den Profis auf keinen Fall absprechen. Aber es ist natürlich schon so, wenn eine Gruppe von Leuten sagt, das mache ich, das wollen wir miteinander, dann gibt das schon einen ganz anderen Groove natürlich, als wenn das eine professionelle Produktion ist. Das Freilichttheater Suvorov wird noch bis am 21. August vor einer spektakulären Naturkulisse aufgeführt. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Ade miteinander.